Jedes beschissene Date ist eine gute Dating-Story. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, wie niedlich. Wow, okay. Das war auf jeden Fall was, was ich nie mehr wieder machen würde. Oh, Desired, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Desired, der Podcast. Und heute greifen wir ein saisonales Thema auf, denn zur Aufzeichnung dieser Podcast-Folge ist Karneval gerade vorbei und die Fastenzeit startet. Und was könnte sich da besser anbieten als das Thema Alkohol und Saufen, genau. Ich muss mich dieser Blamage gleich nicht alleine stellen, denn natürlich sind auch meine beiden Kolleginnen wieder mit dabei. Diana und Nina. Genau, und wir drei werden jetzt gleich unsere besten und schlimmsten Sauf-Stories wiedergeben. Wir versuchen uns wirklich daran zu erinnern und ich habe wirklich ein bisschen Angst davor. Ich muss auch sagen, mir ist diese Folge irgendwie jetzt schon sehr unangenehm. Also nicht nur wegen der Stories. Ich, wie unsere fleißigen Zuhörer ja wissen, habe ich ja kein Problem damit, peinlich Geschichten von mir zu erzählen, aber das Thema ist mir irgendwie unangenehm und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, was da so zutage kommt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Nina und ich uns auch vorgenommen haben. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 16 Uhr, 16.30 Uhr? Das wird sie echt verraten. Naja, war nach vier. Ja, stimmt. Dass wir auch ein bisschen zum Thema passend was trinken beim Podcast. Also Prost, Nina. Ja, okay. Und während die beiden anstoßen, kann ich euch gleich mal verraten, dass ich nicht mittrinke. Was nicht daran liegt, dass ich ein Party-Pooper bin. Nee, Susi ist eigentlich auch eine richtige Saufziege. Deswegen ich hier halt auch original mit einer Vase voll Wasser sitze, denn unsere Karaffen sind leider ausgegangen, als ich heute Morgen gekommen bin. Anyway, ich trinke Wasser, weil ich mich leider am Wochenende dermaßen hart abgeschossen habe, dass ich immer noch drunter leide. Also es sind mittlerweile einige Tage vergangen und schuldbewusst sitze ich jetzt hier mit meiner Vase voll Wasser und kann sagen, Alkohol geht leider noch gar nicht bei mir. Das ist auch gut. Es muss ein Vorbild, ein gutes Vorbild für die Hörer geben, weil es soll ja nicht so dargestellt werden, als ob Alkohol und Saufen und so das wahre gute, geile Leben ist, sondern... In dem Sinne, hier, nimm mal einen Schluck, komm. Wir haben das halt, die meisten von uns haben halt schon mal irgendwie einen über den Durst getrunken, das passiert halt irgendwann im Leben mal, aber das heißt ja nicht, dass Alkohol cool ist. Ja, also wir werden auf jeden Fall gleich auch noch unsere richtig peinlichen und lustigen Geschichten erzählen. Erstmal wollten wir aber auch noch drüber reden, wie es so ist, auf Alkohol zu verzichten, also auch mal länger, vielleicht mal eine Woche, einen Monat oder so. Ich habe damit ehrlich gesagt in der letzten Zeit keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe das echt länger nicht mehr gemacht, aber ich glaube, du, Susi, ja schon, oder? Also bei mir war es ja so, ich habe ja tatsächlich erst überhaupt ganz spät mit dem Trinken überhaupt angefangen. Tatsächlich mit 20, ja. Wow. Muss man sich mal vorstellen, wenn also meine ganzen Freundinnen schon besoffen irgendwie auf einer Wiese lagen. Also ich komme aus dem Dorf, deswegen. Ja, gerade auf dem Dorf. Ja, ja. Da geht das ja richtig früh los. Es war wirklich um mich rum, hat sich alles besoffen und gereiert und ich saß dazwischen mit meiner Fanta und dachte mir so, nee, Alkohol finde ich irgendwie doof. Also ich hatte das probiert und dachte so, also, das ist irgendwie nichts für mich. Ich weiß gar nicht warum, aber es war wirklich so eine sehr, sehr starke Antipathie gegenüber Alkohol und habe mich dann auch wirklich vehement geweigert und irgendwann hat mich das halt auch genervt, weil ständig Nachfragen kamen und dann war ich erst recht trotzig und dachte mir so, ich will das nicht trinken, lasst mich in Ruhe, das schmeckt mir überhaupt nicht und ich hatte wirklich auch Angst davor, ne, betrunken zu sein, weil man verliert halt die Kontrolle so über sich und irgendwie fand ich das alles, war mir nicht geheuer und dann habe ich das wirklich bis 20 durchgezogen und dann habe ich mich von meinem ersten Freund getrennt und dann war ungefähr, ich weiß auch nicht, war alles vorbei und dann habe ich mal reingehauen. Okay, krass. Also erstmal frage ich mich wirklich, wie du das geschafft hast, diesem Gruppendruck zu widerstehen. Hast du das ab und zu mal trotzdem versucht oder warst du so richtig, nee, ich will das nicht und ja, tatsächlich. Ich also finde das eher ja jetzt geil, allen zu beweisen, ich trinke nicht, während ihr euch einen hinter die Binde kippt. Also für mich war es gar nicht mal so ein Beweisding, sondern mir hat das einfach tatsächlich nicht geschmeckt und dann dachte ich mir, warum. Also ich habe halt bei meinem Freund damals zum Beispiel mitbekommen, dass er total außer Rand und Band war, aber auf so eine richtig negative Art und Weise. Und ich dachte mir, boah, richtig schlimm. Also ich habe keine Personen erlebt, die so per se richtig lustig wurden, wenn sie alkoholisiert waren. Ich trinke wirklich nur Wasser aus einer Vase, ich verspreche es. Ja, ja. Sondern ich habe halt vor allem nervige Personen um mich gehabt. Also wenn die betrunken waren, fand ich es halt einfach unfassbar anstrengend, was vielleicht auch daran lag, dass ich stocknüchtern war, aber ne? Nee, von daher, für mich war es einfach dieses Geschmacksding. Ich fand es einfach, mir hat es nicht geschmeckt. Ich hatte keinen Bock auf diese Auswirkungen. Ich wollte da nicht wie so ein Lulli in der Ecke hängen und rumkotzen oder so. Da hatte ich keinen Bock drauf. So. Mhm. Und natürlich musste ich mich die ganze Zeit rechtfertigen, also wirklich dauerhaft. Und mir wird dann auch immer was in die Hand gedrückt und dann immer mal so ein Fläumchen noch. Nimm doch das mal. Und meine Freunde machen sich bis heute drüber lustig, dass ich an diesem Fläumchen original immer nur genippt habe, den ganzen Abend an einem so einem Fläumchen und dann wirklich auch wieder die Hälfte weggestellt habe. Also so ein kleiner Schnaps. Genau, die kleinen, genau. Aber krass, ja, bei mir war das tatsächlich fast ein bisschen ähnlich. Also ich habe nicht erst mit 20 angefangen zu trinken, aber naja, so, dass ich schon auch öfter mal richtig besoffen war, auch bei mir eher im Studium und so das allererste Mal
betrunken war ich mit 16 und habe da aber auch nicht oft getrunken. Und im Gegensatz zu meinen, zu den ganzen Leuten so in meiner Stufe irgendwie, die sich dann alle mit so Alkopops und Blaren, was man so früher getrunken hat, keine Ahnung, irgendwie Wodka, Red Bull und so, so das habe ich alles noch nie getrunken. So, ich habe immer nur Bier getrunken. Und ich war damals halt auch so ein Krufti-Anti-Kind so und wollte halt mit den Leuten aus meiner Stufe nichts zu tun haben und war halt nie auf diesen Abi-Feiern und keine Ahnung so. Deswegen habe ich tatsächlich, war ich so von, weiß ich nicht, ab meiner Jugend bis so 16, 17, glaube ich, irgendwie so straight edge so bewusst und war halt auch so Anti-Trinken und so gar nichts irgendwie. Ach, krass. Und habe dann aber irgendwann doch angefangen. Dann war ich eher so in meiner Punker-Phase und dann ging es dann doch eher so mit dem Bier los. Aber auch nicht so extrem in meiner Jugend, muss ich sagen. Also ich habe noch eine Frage zu Susis bis 20 nicht trinken. Weil ich, als du das erzählt hast, habe ich mich gefragt, also haben dir deine Eltern das geglaubt, dass du nichts trinkst? Oder waren die so, ja, Kind, du kannst das wahrscheinlich richtig gut verstecken? Das ist eine gute Frage. Nee, ich meine, die haben mir das tatsächlich geglaubt. Also die haben ja auch mitbekommen jetzt irgendwie, wenn wir zu Hause gegrillt haben oder so, dann haben sie mir auch mal angeboten, wisst ihr, ein Bierchen mal mittrinken oder irgendwie sowas. Habe ich ihnen gesagt, nee, danke, ich bleib bei meiner Cola, Fanta, was auch immer. Ja, aber es ist wirklich eine gute Frage. Also tatsächlich, meine Eltern haben da so gar nicht drauf reagiert. Für die war das dann irgendwie normal. Ich glaube, für die war es dann aber auch okay, dass ich dann halt irgendwann angefangen habe, Alkohol zu trinken. Wobei ich das natürlich so ein bisschen vor ihnen, ne, versteckt habe, nicht so ganz offensichtlich. Aber nee, also die haben sich dann auch irgendwann dran gewöhnt. Ganz lame. Die meisten Kommentare kamen wirklich eher aus dem Freundeskreis, dass halt wirklich immer wieder hinterfragt wurde, warum denn? Und trink doch mal einen mit und komm, ist doch lustig. Ja, ich meine, damit müssen sich ja Leute, die auch jetzt so im Erwachsenenalter nicht trinken, auch immer rumschlagen. So, dann wird halt auch gefragt, so, hä, wieso trinkst du nicht? Schmeckt dir das nicht oder was? Ja, also ich glaube, das ist halt super nervig, wenn man keinen Bock hat auf Alkohol einfach und keinen besonderen Grund dafür hat, außer vielleicht, dass man einfach keine Lust drauf hat, dass man wirklich ständig gefragt wird und dann natürlich auch in bestimmten sozialen Situationen halt auch immer die Besowskis ertragen muss. Also ich komme ja gerade aus dem Kölner Karneval zurück wieder nach Berlin und ich muss sagen, also wer das nüchtern aushält, der hat wirklich einen Ehrenorden irgendwie verdient, weil das könnte ich mir nüchtern gar nicht vorstellen, den Quatsch. Ja, also ich habe auch einige Freunde, die gar keinen Alkohol trinken, so ganz grundsätzlich nicht oder sogar auch noch nie getrunken haben, glaube ich, in ihrem Leben. So, das finde ich auch richtig krass. Und da fand ich es auch immer erstaunlich, wenn die mit auf Festivals gekommen sind, also mit der ganzen Truppe, wo halt alle außer sie halt getrunken haben so und dann ganz alleine mit so einem Haufen Betrunkener auf einem Festival, wo du halt wirklich von, also morgens bis abends halt irgendwie am Saufen bist, dann irgendwie 3 Tage lang. Das finde ich schon auch irgendwie bewundernswert. Und gleichzeitig muss ich mich da, glaube ich, auch so an die eigene Nase packen, weil ich trinke halt schon auch echt gerne, muss ich sagen. Und ich merke schon, dass ich dann mit so ein paar Freunden oder Bekannten, die halt gar keinen Alkohol trinken, ja, manchmal dann doch weniger abends unternehme, weil die Hauptbeschäftigung dann eben ist, was trinken zu gehen. So. Und wenn ich weiß, so, ja, das ist halt gar nicht deren Ding und die fühlen sich dann auch oft auch in diesem Partykontext gar nicht so wohl, dann, naja, ist das schon irgendwie, bilden sich dann so Grüppchen. Und irgendwie ist es schade, dass das so eine große Rolle spielt. Vielleicht ist es auch eher so in meinem Kopf und denen würde es gar nicht so sehr ausmachen. Ich denke nur so, ich will jetzt was saufen gehen und die halt nicht, dann lade ich die erst gar nicht ein. Aber geht es denn da wirklich ums Saufen oder ist es nicht vielmehr dieses zusammen dann doof sein? Also man ist ja dann so ein bisschen angetüdelt und dann labert man entsprechend auch auf einem gewissen Niveau. Und die Frage ist, wenn das solche Leute auch nüchtern können und das auch aushalten und nicht total bescheuert finden und sich über alle Leute aufregen, die betrunken um sie rumfallen, ob das dann nicht egal wäre. Also ich glaube, das ist halt eher so dieses, ne, wie man dann so zusammen drauf ist, dass man dann denkt, das kann man vielleicht mit Leuten nicht, die halt nüchtern dann dabei sind. Ja, ist irgendwie voll unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die können das total gut. Ich würde auch gar nicht sofort merken, dass sie nicht betrunken sind, weil die halt so, weiß nicht, irgendwie sehr so in sich ruhen, super eloquent sind, irgendwie gut reden können und irgendwie auch irgendwie nicht so einen Endhammer brauchen, um dann irgendwie gut reden zu können, sondern die sind halt auch nichts anderes gewohnt so. Die kommen dann klar. Ich kenne aber auch Leute, die so ein bisschen eher aus so einer ideologischen Ecke kommen und deswegen so total gegen jegliche Art von Drogen sind. Und da merke ich einfach, dass ich mich dann irgendwie schlecht fühle, wenn ich halt trinke und so. Und weiß nicht, ich finde das dann manchmal ein bisschen schwierig, irgendwie sowas zusammen abends zu machen. Und dann sind das dann oft eher die Leute, mit denen ich dann eher so tagsüber Sachen mache und nicht so sehr zum Weggehen abends. Ja, wie ist das denn, wo wir jetzt gerade dabei waren, dass man ja durch Alkohol sich so ein bisschen verändert? In welcher Betrunkenheitstyp seid ihr denn? Das würde mich mal interessieren. Also das ist tatsächlich so, wenn man sich betrinkt, verwandelt man sich ja gefühlt in einen anderen Menschen. Wie ist das denn bei euch? In wen verwandelt ihr euch? Also ich würde sagen,
ich bin der aktive Betrunkene. Also ich bin dann so, ich will Sachen unternehmen, ich habe keinen Bock, lang rumzusitzen, sondern ich will unterwegs sein und ich will mich bewegen und ich weiß nicht, ob unbedingt Krawall machen, aber ich möchte halt nicht nur rumsitzen und ernste Gespräche führen. Also das halte ich am frühen Punkt des Abends gut aus. Also so, gerade wenn ich so mit super lieben Leuten zusammensitze und irgendwie ist es gerade total gemütlich und so, und dann finde ich das auch total schön, aber da ist man ja auch nicht betrunken. Aber wenn ich wirklich betrunken bin, dann habe ich halt wirklich keine Lust, lange rumzupalabern, dann will ich was erleben. Und dann will ich, dann frustriert mich das auch eher, wenn, es gibt ja so Betrunkene, die dann halt wirklich irgendwie einfach gemütlich auf der Couch versacken, so wie man das halt so von Kiffern sagt. Das ist dann irgendwie nichts für mich. Da würde ich, glaube ich, dann auch den Abend beenden, im Zweifelsfall. Das heißt, dein emotionaler Status als Betrunkener ist, du bist sehr lustig und aufgedreht, oder? Ja, ich weiß nicht. Also es kommt natürlich immer auf den Tag drauf an. Ne? Ich kann auch mal aufgedreht sein und lustig, aber mir geht es halt so um das Aktive generell. So, ich bin jetzt wirklich nicht einer, der dann immer laut in der Gegend rumkrakeelt oder irgendwie sowas. Das mag vielleicht mal vorkommen, aber prinzipiell würde ich sagen, ist es nicht so. Man kann sich auch oft dann auch ganz normal mit mir unterhalten, aber ich will halt schon unterwegs sein. So, ich will dann schon unter Leute und oder Musik hören oder tanzen gehen oder in eine Bar gehen und auch mal die Bar wechseln und mich angeregt unterhalten und eher lustig unterhalten und keine Deep Talks machen. Mhm. Weil es gibt ja viele Leute, die eben, weil Alkohol enthemmt, dann auch zum ersten Mal so die Möglichkeit haben, sich mal zu öffnen. Die sind vielleicht ansonsten ein bisschen verschlossener und dann sind sie durch Alkohol enthemmt. Und dann kommen eben so diese ganzen emotionalen Themen zur Sprache, die halt sonst nicht so angesprochen werden. Und für die ist das ein gutes Outlet. Für mich ist das halt aber, wenn ich einen bestimmten Pegel erreicht habe, echt ein Problem, weil ich habe dann auch nicht mehr die Feinfühligkeit, ehrlich gesagt. So, man kann sich jederzeit an mich wenden, aber in dem Zustand vielleicht dann doch nicht mehr. Ja, das mit der Feinfühligkeit stimmt, aber das ist bei mir auch so. Wie bist du denn, Susi, wenn du richtig Strulle bist? Also ich habe versucht, das für mich zu definieren und ich glaube, am besten trifft eine übersteigerte Version meiner selbst. Also im Sinne von, ich entwickle jetzt nicht irgendein Verhalten, was ich nicht auch so an den Tag lege. Also ich würde jetzt zum Beispiel, als wenn ich betrunken bin, würde ich zum Beispiel nicht losheulen, weil ich auch so kein weinerlicher Typ bin. Aber ich bin noch lauter, hysterisch. Ich versuche lustig zu sein, manchmal greife ich auch ins Klo dabei. Aber ich glaube, ich bin einfach eine sehr noch lautere und hoffentlich lustigere Version meiner selbst. Also ich glaube, ich bin einfach wirklich komplett aufgekratzt und entweder kommt man damit klar oder hat Angst vor mir, ich weiß es nicht genau. Also ich kann das auf jeden Fall von unserem letzten Cocktail-Mixing-Event, kann ich das bestätigen. Auf jeden Fall hatte ich an dem Abend nicht so das Bedürfnis, was zu trinken und deswegen habe ich irgendwie so einen halben Drink getrunken und bin ansonsten sehr nüchtern geblieben, während sich alle um mich herum zugezimmert haben. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, wie wir in dieser Bar standen und Susis Stimme so über allen in einer Tonlage, die wirklich quasi eigentlich nur noch Hunde hören sollten. Es war auf jeden Fall herrlich. Es tut mir sehr leid. Nee, ist in Ordnung. Und Nina, bei dir? Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen Mischmasch aus euren beiden Sauftypen, glaube ich. Also ich bin schon jemand, so ich rede dann schon auch gerne. Und also wenn ich jetzt zu zweit mich mit jemandem treffe und trinke, dann führe ich da auch schon auch gerne mal so Deep Talks. Und ich werde, denke ich auch, auf jeden Fall lauter, was bei mir aber nur heißt, dass ich so in Normallautstärke, glaube ich, rede, weil ich sonst eher sehr introvertierter, leiser Typ bin. Und deswegen mag ich es auch schon ganz gerne, so ein bisschen angetrunken zu sein, so, weil also ich merke schon, dass mir das so hilft, mich nicht so socially awkward zu fühlen. Und gerade wenn ich mir vorstelle, boah, ich gehe irgendwo hin, wo ich keine Leute kenne, auf irgendeine WG-Party oder so, macht mich das schon lockerer und ich kann auf einmal einfach fremde Leute anquasseln, was mich normalerweise niemals trauen würde, weil ich irgendwie halt schon ein bisschen so ein verkopfter Typ bin. So. Und ja, ich muss schon sagen, dass Alkohol mich da so ein bisschen entspannt und ja, einfach, ich denke da nicht so viel nach und mache einfach so. Und das ist schon irgendwie auch mal ganz angenehm. Das ist mir bei dir aber auch tatsächlich schon aufgefallen. Also wenn du ein bisschen angetüdelt bist, da hast du mich auch einmal an irgendeinem Abend, ich weiß nicht mehr wann, zugelabert. Und das ist von dir so völlig, Gesichtsausdruck, völlig überraschend. Aufgerissene Augen. Richtig oh entsetzt. Gott. Nein, aber ich hätte es einfach nicht erwartet, weil Nina wirklich eigentlich so ein bisschen ruhiger ist und erst so ein bisschen reservierter. Und aber dieser Abend, da war bla 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 bla. Wann war das denn? Ich weiß es leider nicht mehr, wahrscheinlich einfach, weil ich selber sehr betrunken war.
Und da muss ich aber dran denken, dass ich da so ähnlich bin wie dir, bei dir. Ich glaube, Nina hat auch über sehr viel geredet, was dann auch so ein bisschen deeper wurde. Oh Gott. Und dann habe ich halt immer nur so da gesessen, habe so gemerkt, wie ich so wegzone und dann wirklich nur so in meinem Kopf irgendwie so ein Äffchen im Becken geschlagen hat. Was hat der gesagt? Tut mir leid. Nein, nein, das ist ja völlig in Ordnung. Aber da haben unsere beiden Trunkenheitstypen sind da aufeinander gestoßen und das war wirklich so, es hat einfach nichts Gescheites aber, ergeben. Also ich muss sagen, so, also ich, Alkohol, also durch Alkohol fällt es mir auf jeden Fall leichter zu reden oder auch mal lauter und viel zu reden. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so ein Typ bin, dass ich nur durch Alkohol mich öffnen kann und über intime Sachen reden kann, weil das fällt mir eigentlich auch so gar nicht schwer. Bei mir nimmt es einfach nur die Hemmung zu reden, also meinen Mund aufzumachen irgendwie. Ja. Also wenn ihr dirty Sachen von Nina wissen wollt, sprecht sie einfach an. Es kommt aus oder schreibt an podcast@desire.de. Genau. Ja. Nina antwortet. Was ich auch noch euch fragen wollte, hattet ihr eigentlich mal irgendwann so einen Moment in eurem Leben, wo ihr überlegt habt, ob ihr zu viel trinkt? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mal so, das war so in meiner Studienzeit, so eine sehr schwierige Trennungs-On-Off-Beziehungsgeschichte. Und da kamen auch noch ein paar andere Sachen zusammen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich in der Zeit auch depressiv war und auch in Therapie war und so. Und da hätte ich wahrscheinlich am besten auch mal komplett auf Alkohol verzichten sollen. Aber ich habe eher das Gegenteil gemacht. Also wenn es mir wirklich dreckig ging, habe ich mich schon ordentlich vollgesoffen. Was man im Studium halt auch gut machen kann, wo man irgendwie nicht früh raus muss und so. Dann kann man auch mal irgendwie ständig einen Kater haben. Und das ging, glaube ich, schon echt lange und war schon so, dass ich sagen würde, das war eine Phase, wo es echt bedenklich war. Ja. Wie lange ging das ungefähr? Boah, das ist halt so schwierig zu sagen und das abzugrenzen, weil halt im Studium halt auch so viel gesoffen wurde bei mir, dass halt auch irgendwie so die Grenzen verschwimmen zu dem, was normal ist und so. Das ist irgendwie echt schwer zu sagen, aber vielleicht so, ja, so ein Jahr vielleicht oder so. Okay. Bei mir war das auch tatsächlich liebeskummerbedingt. Da hatte ich auch ungefähr, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so, wo ich wirklich extremst gebechert habe. Also gefühlt wirklich jeden Abend wenigstens ein Bier oder halt dann wirklich noch mehr und dann Schnaps und so. Und in dem Zeitraum fiel mir das aber auch gar nicht auf, so, weil ich mich damit einfach so betäubt habe und mit meinen Gedanken so woanders war, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das einfach für mich dazugehört habe, um einfach wieder klarzukommen. Und das ist erst mir tatsächlich im Nachhinein bewusst geworden, was ja irgendwo gut ist, weil ich gemerkt habe, ich bin davon auch ganz alleine wieder weggekommen, weil ich mir darum gar nicht so den Kopf gemacht habe. Aber als ich dann so im Nachhinein drüber nachgedacht habe, wie krass ich eigentlich Alkohol in dieser Zeit auch völlig selbstverständlich konsumiert habe, dachte ich mir auch, wow, ey. Das war schon auf jeden Fall ein bedenkliches Level und da hätte man irgendwie mal besser aufpassen müssen oder halt, ne? Da war der Kopf einfach weg und das ist schon ein bisschen erschreckend. Ich finde es okay, wenn man mal, ich meine, keine Ahnung, wenn dir dein Freund auf einmal mit dir per so Kurznachricht Schluss macht, was mir irgendwie passiert ist, dann irgendwie den Impuls zusammen, so, boah, jetzt, ich muss mich sofort mit meinen besten Freunden treffen, mich wegbechern, weil ich kann das gerade gefühlsmäßig alles nicht aushalten. Finde ich, ist okay, wenn das mal passiert oder dann vielleicht noch 2-3 Mal irgendwie danach oder so. Bei mir ging das dann aber schon so lange und ich habe irgendwie ab dem Zeitpunkt gemerkt, dass es problematisch wird. Nicht so sehr, wenn man betrunken war, aber halt dann immer die Tage danach, weil so dieses, so Alkohol ist ja, glaube ich, auch ein Depressiver, also quasi das Gegenteil von einem Antidepressivum, so, dass du dich halt am nächsten Tag auch emotional dann auch dadurch schlecht fühlen kannst. Und das merkt man natürlich, wenn es einem eh schon scheiße geht, dann geht es dir halt am nächsten Tag noch beschissener mit Alkohol. Ja, genau. Also es macht es vielleicht für kurze Zeit besser, aber am nächsten Tag kriegt man halt so richtig die Retourkutsche. Auf jeden Fall. Kurzes Brust von meiner Vase. Ja, trinken aus seiner Vase. Also ich hatte das auf jeden Fall auch, das ist noch gar nicht so mega lange her. Also ich würde sagen, so vor 4 Jahren hat das ungefähr angefangen, dass ich irgendwie so ein Fan des Feierabendbiers geworden bin, was ich vorher nie war. Und ich trinke ja niemals, wenn ich alleine bin. So, das ist so meine, ist noch nicht mal eine Regel, sondern das ist einfach überhaupt nicht meine Präferenz. So, ich bin jetzt nicht ein Fan davon, die Woche ist vorbei, geil, jetzt ist Freitagabend, ich gehe nach Hause, setze mich auf den Balkon und mache mir ein Bierchen auf oder irgendwie so. Das interessiert mich irgendwie gar nicht und dann finde ich, muss das auch nicht sein. Aber ich bin halt ein super krasser In-Gesellschaft-Trinker und sobald jemand um mich herum ein Bier aufmacht, kann es auch echt gut sein, dass ich einfach Bock bekomme mitzutrinken. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich halt einfach viel, da war ich gerade nach Berlin gezogen, dann lernt man die Leute hier auch alle kennen, dann kommt man immer wieder in so, oder versucht man sich ja auch in so soziale Situationen zu begeben, wo man Leute kennenlernt und so. Und dann gab es einfach auch vor allen Dingen einen Sommer lang so viele, also so auch unter der Woche so viele Momente, wo es irgendwie Sinn machte, zusammen bei einem Bier zu sitzen, irgendwie, dass ich
irgendwann auch gedacht habe, so, es ist krass irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, die Wochentage, an denen ich trinke, das ist dann vielleicht nicht super viel, aber die überwiegen schon fast die Wochentage, an denen ich nichts trinke. Und das hielt auch relativ lange an irgendwie. Ich würde schon sagen, dass das bestimmt ein gutes Dreivierteljahr angehalten hat, was irgendwie eine sehr lange Zeit ist. Und dann habe ich mir zwischendrin auch schon mal Sorgen gemacht, so, was ist denn, wenn das jetzt so weitergeht, ne? Also ich meine, es lief ja alles gut für mich, aber was ist, wenn ich damit nicht mehr aufhören kann? Und dann hat sich zum Glück einfach von selbst wieder geregelt und es war gar kein Problem, aber es hätte ja auch anders laufen können, so, ne? Also da habe ich mich manchmal gefragt, ab wann ist denn da so die Grenze? So, ab wann hat man halt ein Problem, ne? Das ist irgendwie manchmal schwierig. Also ich glaube vielleicht schon ab der Sekunde, wo man selber denkt, oh, habe ich vielleicht ein Problem, da ist es dann schon vielleicht soweit. Das würde mich mal interessieren. Haben bei euch, hat euch mal jemand drauf angesprochen? Irgendwie gesagt, boah, du trinkst aber viel? Ja, oder doch, war bei das, mir schon. Ja? Ja. Ich glaube bei mir nicht. Ich glaube bei mir nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eben halt nicht so ein Randale-Besoffener bin. Also ja, so, ich fange weder nicht, an aber. Ich fange weder an, Leute zu beleidigen, noch rumzuheulen, noch irgendwie, dass ich komplett die Besinnung verliere, noch irgendetwas. Von daher glaube ich, wenn man niemandem damit auf den Sack geht, dann stört die Leute wahrscheinlich auch nicht. Also bei mir war es teils. Also es war also auch so, dass ich eigentlich so gut wie nie alleine getrunken habe, sondern mit anderen Freunden, also vor allem dann mit einem sehr guten Freund, dem es, glaube ich, auch eher so ähnlich ging wie mir. Und dann haben wir uns so gegenseitig enabled quasi und halt wirklich von nachts bis fast schon mittags manchmal irgendwie durchgesoffen so. Und haben die ganze Zeit irgendwie so traurige Emo-Mucke gehört und uns irgendwie zugelabert und keine Ahnung. Ja, und also wenn du halt einfach mit so vielen anderen Leuten zusammenhängst, die halt auch so ähnlich vielleicht auch alle gerade ein bisschen Problemchen haben und ein bisschen depressiv sind und so und alle trinken, dann merkt es natürlich da keiner, weil alle betroffen sind. Es gab aber schon so ein paar gute Freunde, so Außenstehende, die dann schon auch gemerkt haben, dass es irgendwie nicht gut war. Und also es hat sich zum Glück dann alles auch so in den Griff bekommen. Aber ja, also ich finde es auch schwierig. Also vor allem umgekehrt habe ich es auch schon erlebt, dass ich auch alte Freunde hatte, die ganz klar ein Alkoholproblem hatten und die das auch, also die da auch schon mal in Therapie waren, aber wo es dann doch auch wieder angefangen hat. Und das ist halt auch ultra schwierig, damit umzugehen, wenn du halt, wenn du dich immer triffst mit den Freunden und man halt immer trinkt, dann weiß man halt auch nicht, sollen wir jetzt alle aus Rücksicht nie was trinken oder ist das okay? Das war immer super schwierig, weil diese Person dann auch immer mal wieder aufgehört hat, aber dann doch wieder angefangen. Die hat dann gesagt, so nee, ist okay, so bla, aber man weiß ja nie, ob das dann nur so ein Verharmlosen ist und ja, also, ja. So, jetzt war alle richtig down. Eigentlich wollten wir mit dem erhobenen Zeigefinger erst am Ende kommen. Werden wir auch nochmal. Aber natürlich wollen wir euch auch nicht vorenthalten, dass wir auch natürlich schon alkoholisiert ein Spaß bisschen was hatten. Erlebt haben wir im haben Leben. Ein bisschen was erlebt, genau. Ein paar Storys vorbereitet, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und ja. Wie wollen wir denn jetzt anfangen? Wer möchte anfangen? Mit was wollen wir anfangen? Ja, wir haben ja so ein paar, habt ihr schon mal Fragen vorbereitet? Vielleicht gehen wir die einfach der Reihe nach durch. Sehr schön. Also so im Sinne von lustige oder peinliche Dinge, die ohne Alkohol wahrscheinlich niemals passiert wären. Solche habt ihr schon Fragen. Und ich kann euch ja einfach mal fragen, ob ihr schon mal betrunken eurem Ex geschrieben habt oder eine peinliche Nachricht geschrieben habt, also generell an irgendwen. Weil das ist ja sowas, was wirklich gerne mal, das ist ja so ein Klischee-Ding, was gerne mal passiert dann. Das ist auch bei mir typisch. Das ist Classic Drunk Susie, glaube ich. Ich bin wirklich eine, also, ja, da kommt auch gleich wieder eine Situation in den Kopf. Es ist einfach ganz schlimm bei mir. Wenn ich betrunken bin, habe ich leider, oh Gott. Warte, ich muss einen Schluck, da ist auch Schnaps drin in deiner Vase. Aus der Vase nehmen mit der klaren Flüssigkeit, die definitiv Wasser ist. So, was ich sagen wollte, ist, da schießt mir direkt eine Situation in den Kopf, wo mir tatsächlich Freunde das Handy aus der Hand geschlagen haben, damit ich einer gewissen Person nicht schreibe. Es ist mir bis heute extremst unangenehm. Aber ja, ich bin nämlich eine Drunk-Texterin und eigentlich in der Regel ist es okay und dann schreibe ich halt irgendwem, dass ich in irgendeiner Freundin oder so, dass ich sie lieb habe oder blöd oder schreibe halt irgendwas völlig Zusammenhangsloses, was man eh nicht entziffern kann. Aber ich habe tatsächlich auch schon entsprechend an Leute geschrieben, denen ich noch was zu sagen hatte. Und hast du am nächsten Tag das jedes Mal bereut oder hast du dir manchmal auch gedacht, endlich habe ich mich das mal getraut zu sagen? Also in der Regel habe ich es eher bereut tatsächlich.
weil ich mir dachte, Gott, ey, hättest du es doch einfach für dich behalten, weil man dann Diskussionen anstößt, die man vielleicht einfach hätte vermeiden können und die es einfach nicht nötig gewesen wären, dass man sie anfängt. Ich hatte auch schon Situationen, wie ich mir dachte, dass es vielleicht gut war, dass ich es angesprochen habe. Also es war dann eher so ein bisschen, ich spreche das dann halt an wie so ein patziges Kind, wenn ich betrunken bin. Und denke mir so, aber warum hast du denn nicht? Mimimi. Und dann denke ich mir, das hätte man ein bisschen erwachsener lösen können, aber im Endeffekt, gut, dann habe ich es halt gesagt und dann habe ich wenigstens meine Antwort bekommen, die mir sonst eh im Kopf rumgeschwirrt wäre, dass ich danach suche. Ja, von daher war es mal so, aber in der Regel war es dann doch eher peinlich und ich dachte mir, boah, schlagt mir öfter das Handy aus der Hand, bitte. Ja, okay, verstehe, aber was mir jetzt am meisten davon in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du deinen Freundinnen liebliche Nachrichten schreibst, wenn du betrunken bist und da frage ich mich doch, warum hast du mir noch nie geschrieben, wenn du betrunken bist? Ja, schön. Hast du schon mal, mal was von Susi bekommen, Nina? Ich wollte gerade sagen, dass ich das auch total oft mache. Alter, warum hast du mich eigentlich? Ich dachte, wir mögen uns. Nee, aber also bei mir ist das oft eher so der Impuls, dass ich dann Leuten schreibe, mit denen ich lange nichts mehr zu tun hatte, so die ich halt nicht so oft sehe. Irgendwelchen alten Freunden, wo die, also dann kommt mir irgendeine Erinnerung, ich höre irgendein Lied oder so, was wir zusammen gehört haben, dann schreibe ich denen so aus dem Nichts heraus besoffen irgendwie, oh, bla, wir müssen uns bald wieder sehen und will mich dann mit allen verabreden und so. Aber bitte, diese Ex-Nummer habe ich noch nicht gemacht. So. Die Ex-Nummer habe ich zum Glück auch bisher immer total krass vermieden. Also ich bin wirklich kein betrunkener Nachrichtenschreiber. Ich kann allerdings, wenn ich muss, noch sehr gute Nachrichten schreiben. Ach, ich gar nicht. Also bei mir ist voll Autocorrect-Salat dann meistens. Ach, das ist immer sehr lustig am nächsten Tag. Das kriege ich dann noch hin, Autocorrect richtig zu benutzen, aber... Also ich kann in einem Zustand sein, wo ich quasi schon gar nicht mehr geradeaus gucken kann und dann kann ich immer noch eine fehlerfreie Nachricht tippen. Das ist wirklich eine Superpower, die ich habe. Ich erinnere mich sogar noch an einmal, das war nach dem 11.11., glaube ich, haben wir in Berlin gefeiert, in einem Brauhaus und ich war auf dem Weg nach Hause und man feiert den 11.11. ja ab 11.11 Uhr. Das heißt, meinen Nachhauseweg habe ich dann um, sagen wir mal, 19 Uhr hackenstramm angetreten und ich saß also im Feierabendverkehr quasi in der U-Bahn, komplett volle U-Bahn. Ich war im, ich glaube, Marienkäferkostüm, habe gestunken wie so weiß ich auch nicht, wie so eine Kiste Bier und habe dann noch so mit einem total fest zugequetschten Auge versucht, Nachrichten zu verschicken und habe mir dabei nur gedacht, wie ich wohl aussehen muss, aber die Nachrichten habe ich am nächsten Morgen gelesen und die waren fehlerfrei. Wow, Respekt. Danke. Hast du mir jeweils eine fehlerfreie, betrunkene Nachricht geschrieben? Mit Sicherheit. Nein, ich glaube nämlich nicht. Ja, woher willst du das denn wissen? Die war ja fehlerfrei, wie immer. Richtig unsympathisch, die Frau. Ja, ich weiß. Danke. Ja, bitte, bitte. So, dann haben wir den Punkt jetzt abgehakt, ne? Richtig schön den peinlichen Punkt. Ich mach mal weiter. Und zwar würde ich gerne wissen, habt ihr euch schon mal betrunken, so richtig gestritten oder so eine richtig dramatische Szene gemacht? Weil bei mir ist es tatsächlich nicht der Fall. Nee, bei mir auch nicht. Also, ich habe schon mal jemanden eine Szene gemacht, aber da war ich nüchtern. Das kann ich auch nüchtern. Snap. Also, und du, Diana? Ja, nee, ich auch nicht. Ach, guck mal. Nee. Keine Drama-Queens hier am Start. Wirklich nicht. Ich werde auch meistens nicht so aggro und schlecht drauf betrunken. Mhm. Also selten eher. Ja. Ich habe eine Freundin, bei der ist das so, das regt mich ja immer tierisch auf. Ne? Die ist der Trunkenheitstyp wirklich weinerlich. Mhm. Und die war früher wirklich so, die hat dann da gesessen wie eine Heulboje. Die hat rumgeschrien und rumgeheult und hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Und alle, die das noch nicht gewohnt waren, haben sie dann wirklich getröstet. Und ich stand wirklich neben ihr mit so einer Fresse und habe gedacht, Alter, hört auf, die zu trösten, die soll einfach mal klarkommen. Ja, ey, das unterstützt das nicht auch noch. Das ist ja aber auch so ein bisschen so ein Frauenklischee, oder? Also was manchmal so über so betrunkene Tussis so klischeemäßig gesagt wird, dass sie dann so rumheulen und sich streiten und keine Ahnung. Aber erlebe ich irgendwie auch eher selten. Also da kenne ich jetzt aus meinem Freundeskreis auch nicht so viele Beispiele. Ja, also die Weinerlichen, die nerven mich ja. Geil finde ich auch die auf einmal zu so Schatztussis werden. Also kennt ihr so Frauen, die man dann meistens auch auf der Frauentoilette trifft, die wahrscheinlich normalerweise also ganz normal miteinander reden, aber dann auf einmal, wenn die betrunken sind, ist alles nur noch Schatz. Schatz, kannst du mir mal den Lippenstift geben? Schatz, was hat er eigentlich eben zu dir gesagt? Oh Gott, ja. Schatz, ja, ich bin da auch manchmal unsicher, ob ich dann angemacht werde von Frauen oder ob die dann halt einfach nur so sind, so, weil ich finde das irgendwie so ganz komisch und auf einmal so intim, so wie die sprechen. Ja, und, nee, ich weiß, ich glaube, das ist so ein, wir verbünden uns jetzt und wir kennen uns zwar nicht, aber wir sind ja alle Frauen und wir gehören ja alle zueinander, so ein Ding ist das, glaube ich.
gemischt mit irgendwas. Guckst gerade total angebietet. Ja. Ja. Frauen zusammen halt. Nein. Ich hasse das. Nee, nur Schatztussis finde ich irgendwie nervig. Also wirklich wildfremde Menschen, die auf die Idee kommen, mich Schatz zu nennen. Also, nein, danke. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, dazu können wir alle ein bisschen was beitragen. Hattet ihr schon mal einen Filmriss? Und jetzt sagt mir nicht, ihr erinnert euch nicht. Oh Gott, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich hatte tatsächlich, glaube ich, schon sehr viele. Und ich glaube, es gibt einfach Leute, die haben dazu eine Veranladung, weil ich kenne Leute, die sagen, sie haben das noch nie gehabt. Und ich denke so, was, das war für mich so normale Party, Samstagabend irgendwie der Studienzeit fast immer so irgendwie. Also es gab es immer so ein paar Stunden, wo ich dann echt nicht mehr wusste, wie die Party ausgegangen ist oder wie ich nach Hause gekommen bin. Also das war irgendwie Standard, dass ich dann morgens aufgewacht bin und dachte so, was zur Hölle ist gestern passiert, weiß ich nicht. Auch manchmal mit so ein bisschen unwohlen Gefühl, dass ich dachte so, oh Gott, hoffentlich habe ich nichts Schlimmes gemacht. Aber ja, mir fällt jetzt auch keine so geile Geschichte ein, dass ich da irgendwas Furchtbares mal gemacht hätte. Du weißt es ja aber auch nicht. Ja, eben. Manchmal möchte man es halt auch nicht wissen. Fragst du dann nach? Ja, manchmal schon. Wobei manchmal war ich auch so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Nein. Aber hast du auch so Filmrisse, wo du dann morgens irgendwo aufwachst und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist? Also so. Nee, da ich jetzt irgendwo anders in einem fremden Bett aufgewacht bin, das hatte ich jetzt noch nicht. Also es ist schon passiert, aber so, da wusste ich schon, wie ich da hingekommen bin. Ja. Nee, aber das ist wirklich so gar nichts, wer wusste, das ist mir jetzt noch nie passiert. Aber so, dass ich halt nicht wusste, wie zum Beispiel, ob ich jetzt mit dem Taxi nach Hause gefahren bin oder mit der Bahn oder. Also bei mir haben tatsächlich Filmrisse sehr spät angefangen. Ich muss sagen, die ersten Jahre meines Trinkens war es tatsächlich so, dass ich mich immer noch an alles erinnern konnte, was manchmal auch nicht schön war, aber es war immer so. Ich glaube, diese Filmrisse haben tatsächlich erst vor ein paar Jährchen angefangen, also wirklich die letzten 2-3 Jährchen, würde ich sagen. Da fing das dann irgendwann an, dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und festgestellt habe, okay, an die diverse Sachen erinnere ich mich wohl gar nicht mehr. Was war denn in der und der Zeit? Was ist denn eigentlich danach passiert? Und habe gemerkt, oh shit, jetzt fängt es an. Jetzt verschwinden die Erinnerungen. Die einzige, an die ich mich jetzt tatsächlich noch erinnern konnte, und das ist eigentlich so eine völlig zusammenhangslose, ist ein seltsamer Abend, den ich auch wirklich nur bruchstückhaft wiedergeben kann. Da war ich trinken mit meinem Freund und wir waren richtig hacke, beide schon, und standen dann an der Bar. Und ab dann geht das schon los. Dann hat er mir nämlich versucht, die Karte noch vorzulesen, was es so gibt, weil ich schon irgendwie überhaupt nicht mehr klargekommen bin. Und dann hat er angefangen zu lachen und hat gemeint, es gibt hier einen Cocktail namens Telefon. Und ich gemeint, hä, warum nennt man denn sowas Telefon? Und dann haben wir da uns ewig noch lang drüber unterhalten, was denn ein Telefon ist als Drink und dachte, was ist denn da drin? Und dann war er an der Bar und hat nachgefragt und ich glaube, angeblich war es Wodka Maracuja. So. Mhm. Und dann waren wir aber trotzdem beide dermaßen am Lachen, weil wir gedacht haben, warum nennt man sowas Telefon? Und ich frage mich bis heute, ob dieses Ding überhaupt Telefon hieß oder ob wir irgendwo ein Telefonschild gesehen haben oder so. Es war halt so eine Bar, da hingen auch so viele Blechschilder an der Wand und sowas. Und dachte ich, vielleicht haben wir das irgendwo anders gelesen. Also es macht für mich einfach beim besten Willen keinen Sinn, warum man sowas Telefon nennt. Aber es war einfach, wir haben uns den Abend kaputt gelacht und haben dann natürlich beide mindestens ein Telefon getrunken. Ich hätte gerne ein Telefon. Du kannst ja nochmal recherchieren und ansonsten in die Folgenbeschreibung packen. Einfach vorbei. Danach war es einfach vorbei. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das wäre halt so richtig geil, wenn das halt so eine unique Barmasche wäre. Also so im Sinne von, du bestellst ein Telefon. Das bedeutet, du kriegst zum Beispiel sowas wie ein Herrengedeck, also irgendwie ein Bier und einen Schnaps. Und dann wird hier auch noch ein Telefon dahingelegt, damit du endlich diesen einen Anruf tätigst, den du nüchtern endlich anrufen genau, kannst, den du nüchtern niemals getätigt hättest. Das wäre ja, aber wenn man es halt noch bestellt, dann ist es ja, dann ist man es ja selbst schuld. Okay, Trademark desired, wir müssen ja mehr Patent für diese Idee. Jemand klaut mir diese Idee. Ja, ein Telefon heißt, du kriegst auch ein Telefon. Ein Telefon. Dann müsste es auf der Karte aber auch noch irgendwelche anderen geilen Special Drinks geben, nicht nur ein Telefon, sondern auch noch irgendwas anderes. Ja. Weiß ich nicht, ein Brathähnchen oder so. Was mit einer Tätowiernadel oder so, wo sich dann spontan was einhacken kann. Nicht, dass ich das mal gemacht hätte. Das wird versicherungstechnisch auf jeden Fall ein hartes Problem werden, aber ich gucke mal, ob ich das regeln kann in meiner Bar. Okay, demnächst desired die Bar. Ja. Aber du hattest noch nicht so die Filmrisserfahrung. Ich bin nicht der Filmriss-Typ, weil es selten vorkommt, dass ich mich so schlimm abschieße. Aber ich hatte zwei Filmrisse in meinem Leben. Einer war, als ich das erste Mal
versucht habe und dann auch erfolgreich versucht habe, mich zu betrinken. Und der zweite war vor wenigen Wochen. Ich erzähle jetzt mal die erste Story. Genau, ich habe irgendwann das erste Mal Alkohol getrunken, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich glaube 14 oder sowas. Da habe ich versucht, ein Bier runterzuwürgen. Es war richtig widerlich. Und dann irgendwann, und dann ist natürlich nichts passiert, ne? Irgendwie, ich habe das über 3 Stunden oder sowas versucht, Schluck für Schluck runterzuwürgen, weil ich wissen wollte, was dann passiert. Es ist natürlich nichts passiert und es war einfach nur ekelhaft. Und als ich so 15 war, fing das so langsam bei mir in der Klasse an, dass die Leute so Partys gemacht haben, wenn die Eltern nicht da waren und dass man dann eingeladen wurde und dann wurde sich um mich herum besoffen. Und auch da habe ich dann immer wieder versucht, so über den ganzen Abend ein Bier runterzuwürgen und ich fand es einfach ekelhaft, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, okay, ich will wissen, wie es ist, betrunken zu sein, weil alle um mich herum, also so quasi genau das Gegenteil von dem, was du hattest, Susi. Also ich fand das immer total spannend, so mir vorzustellen, wie das wohl ist, betrunken zu sein und mich hat es total genervt, neben betrunkenen Leuten zu sein, weil ich dachte, die lachen über Scheiße und ich kann nicht mitlachen. Also habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mir jetzt mal diese Pulle Korn hier und dann ächse ich die jetzt einfach mal. Ja, dann habe ich mich bei meinem Kumpel auf den Balkon gestellt und habe halt eine komplette Pulle Korn geäxt. Richtig so eine, weiß nicht, was da drin, 0,7 oder so. Ja, Gott. Das war richtig schlimm. Und natürlich, was ich auch nicht wusste, war, dass man ja nicht sofort was merkt, sondern dass das halt schon ein paar Minuten noch dauert. Das heißt, du hast einfach fröhlich weitergetrunken. Ich weiß noch, dass ich irgendetwas mit Blue Curaçao noch getrunken habe. Und das tut doch aber auch im Rachen weh. Ich könnte gar nicht so 700 Milliliter Schnaps auf einmal. Ich weiß auch, dass das sehr schwierig war, aber ich habe einfach gedacht, wer was erleben will, muss auch Leistung zeigen. So. Und dann weiß ich noch, dass ich mit meinem besten Freund zusammen irgendwie auf der Toilette war, weil ich zu ihm gesagt habe, ich fühle mich irgendwie komisch. Ich glaube, ich brauche Wasser im Gesicht oder so. Ich brauche Wasser im Gesicht. Und dann hat er mich so auf dem Badewannenrand abgesetzt, hat mir so ein bisschen Wasser ins Gesicht gemacht und dann habe ich ihn nur angeschrien, ich muss hier raus. Bin aus der Tür rausgerannt vom Badezimmer und das ist das Letzte, an was ich mich erinnere. Oh mein Gott. Am nächsten Morgen wache ich auf dem Boden, Fußboden dieser Wohnung meines Kumpels auf. Ich habe die schönste Frisur meines Lebens gehabt, muss ich sagen. Also ich hatte die schönsten Locken, die man sich vorstellen kann, weil ich mich wohl irgendwann mal nachts auch übergeben hatte auf meine Haare drauf. Oh nein, und das hat anscheinend so eine tolle Textur in meine Haare gemacht, dass ich bis heute davon träume. Also dann hatte ich außerdem irgendwie fremde Klamotten an, weil die Freunde mich wohl offensichtlich auch, nachdem ich mich auf mich selbst erbrochen hatte, netterweise umgezogen haben. Und 3 völlig verängstigte Freundinnen saßen vor mir auf der Couch und haben mich angeguckt und erzählten mir, dass ich sie wohl die ganze Nacht über, immer wenn ich aufgewacht war, beleidigt hatte. Oh Gott, wie so ein Dämon, so ein Besessener. Ja, und dann kam der Dämon wieder aus dir raus. Dann wurden mir auch noch ganz schreckliche Storys danach erzählt, dass ich wohl richtig laut rumgeschrien hätte irgendwann auf dem Boden liegend, und zwar auf dem Balkon auf dem Boden liegend, und dass man mich der Nachbarn wegen dann reingeschleift hätte an den Handgelenken. Ich hatte dann auch so blaue Flecken. Dann habe ich mich, und das passt irgendwie zu dir jetzt heute, Susi, ich habe mich geweigert, Wasser aus einem normalen Glas zu trinken. Ich wollte nur aus einer Blumenvase trinken. Das hat man dann auch gemacht. Und irgendwann haben damals auch 15-jährigen Freunde beschlossen, das geht so nicht. Das Mädchen ist wirklich gefährlich betrunken. Wir müssen jetzt ihre Mutter anrufen. Die muss die abholen kommen. Also hat mein Kumpel, der damals, glaube ich, noch nicht so richtig durch den Stimmbruch gegangen war, dort angerufen bei meiner Mutter und hat halt gesagt, mit einer sehr schüchternen, verängstigten Stimme, hallo, hier ist bla bla bla, können Sie bitte die Diana abholen kommen? Die ist sehr, sehr betrunken, während ich wohl im Hintergrund in voller Lautstärke einfach geschrien habe. Und meine Mutter hat 3-mal aufgelegt, weil sie jedes Mal dachte, dass das ein Scherzanruf ist. Also wurde ich niemals abgeholt. Ja, genau. Meine Mutter hat einfach gedacht, das ist ein Scherz und ist dann irgendwann nicht mehr ans Telefon gegangen.
God bless her heart, dass sie mir das nicht zugetraut hat. ja, genau. Und dann wurde ich von einer Freundin dann am nächsten Morgen abgeholt, die bei mir in der Ecke wohnte. Die hat mich dann quasi mit dem Bus dann auch nach Hause gebracht. Es war allerdings Sonntag und damals fuhr da ungefähr nur einmal in der Stunde ein Bus. Wir sind dann losgegangen. Es gab ja auch noch keine Handys, wo man Fahrpläne nachgucken konnte. Also saßen wir dann an der Bushaltestelle. Ich war immer noch schrecklich verkatert war ich und merkte, okay, es ist noch nicht vorbei mit dem Übergeben. Ich muss mich jetzt leider übergeben und wahrscheinlich auch sehr lange Zeit übergeben, bis dieser Bus kommt. Und die Bushaltestelle, pikanterweise, war neben einer Kirche. Es war Sonntag und scheinbar ein Feiertag, denn auf einmal gingen die Kirchentüren auf und eine komplette Kirchenprozession mit so Menschen, die Kreuze gehalten haben, kam dann aus dieser Kirche raus und lief an der Bushaltestelle vorbei, wo ich mit meinen wunderschönen Haaren... Die Hure von Babylon. Genau, und dann weiß ich noch, dass da auch unter anderem eine Frau mit einem kleinen Jungen an der Hand an mir vorbeilief und der Junge mit dem Finger auf mich zeigte und geschrien hat, Mama, was macht die Frau da? Und sie hat ihn nur so weitergezogen und hat sich gedacht, so, ja, genau. Also das war, naja, und... Wow. Das Witzige war, ich kam ja dann so nach Hause in fremden Klamotten mit tollen Haaren und wahrscheinlich richtig stinkend. Meine Mutter hat gefragt, hä, was ist denn mit dir los? Und ich habe ihr erzählt, dass die Freundin, bei der ich angeblich übernachtet habe, einen neuen Hund hätte. Und der wiederum, also ein Babyhund, und der hätte Shampoo gefressen. Und deswegen hätte er sich dann auf meine Klamotten übergeben. Nein. Deswegen habe ich jetzt andere Klamotten an. Und deswegen stinke ich auch so nach Kotze, weil dieser Hund mich halt voll gereiert hat. Aber weil deine Haare geil waren, war es Shampoo-Kotze oder was? Nee, das hat jetzt nichts mit den geilen Haaren zu tun. Ich glaube auch nicht, dass das meiner Mutter aufgefallen ist. Ich habe ihr dann halt gesagt, mir ist sehr, sehr schlecht, weil das war schon sehr ekelhaft, als der Hund mich voll gekotzt hat. Und meine Mutter hat mir das geglaubt. Nein! Die hat mir das einfach geglaubt. God bless her heart. Ja, eines Tages habe ich ihr das mal erzählt, wie es wirklich war und sie wollte es nicht wahrhaben. Wow. Ja. Mann, hast du gut gelogen vor deiner Mutter. Ja, erschreckend, oder? Ja, wirklich. Das ist eine Geschichte, die müsste verfilmt werden, ey. Mm. Wenn da noch so eine Kirchenprozession mit Kreuzen an dir vorbei. Wenn ich die Bar aufmache, dann mache ich auch auf jeden Fall einen Drink, der Kirchenprozession heißt. Ich auch sagen. Und dann kriegt man so ein Kreuz oder so. So ein Haarspray noch dazu. Genau, dann kommt so ein Friseur und kotzt einem in die Haare. Die sei ja die Bar. Das wird richtig gut, glaube ich. Ja. So, wir müssen mal weiter im Text machen. Wir sind ja schon ganz schön am Labern. Seid ihr betrunken schon mal irgendwo dummerweise eingeschlafen? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich habe dazu mehrere Geschichten. Auf jeden Fall erzähl. Auch meine, ich glaube, sogar wirklich peinlichste Geschichte, die mir jemals betrunken passiert ist, die ich, glaube ich, auch noch gar nicht so vielen Leuten erzählt habe. Ich glaube, das wissen halt die Leute, die damals mit dabei waren. Aber es ist zum Glück so lange her. Vorweg kann ich auf jeden Fall noch nehmen, also ich bin schon wahnsinnig oft betrunken eingeschlafen, irgendwie bin ich, glaube ich, so ein betrunkener Einschläfer, was mir auf jeden Fall in den letzten Jahren voll oft passiert ist, so wenn ich halt betrunken nach Hause komme, habe ich halt oft so klassischen so Hunger und will meinen so mich so David Hasselhoff-mäßig über Burger einschmieren irgendwie und schon einfach nur fettige, geile Scheiße essen. So. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du so bei McDonald's auf dem Boden liegst und dir so einen veganen Burger reichen lässt. Ja, das Problem ist nur, manchmal bin ich halt inzwischen so klug, dass ich halt dann schon vorher dafür sorge, dass Essen da ist und dann ist ja kein Problem. Es ist schon mindestens einmal passiert, dass ich mir eine Pizza bestellt habe, eingepennt bin und dann kam diese Pizza leider natürlich nie an, richtig dumm. Was auch noch viel dümmer war, einmal habe ich mir eine Tiefkühlpizza gemacht, in den Ofen geschoben, bin eingepennt und morgens war die halt immer noch drin. Zum Glück hatte ich halt so einen schwachen Ofen, dass halt nichts Schlimmeres passiert ist, aber ja, Kinder nicht nachmachen, auf jeden Fall voll gefährlich. Und auch mal richtig dumm, da habe ich zusammen mit meinem Freund auch eingepennt und die Fritteuse lief noch bis morgens und da waren dann noch so kleine schwarze, verkohlte Pommes morgens drin. Und zum Glück hat diese Fritteuse so eine Automatik, dass sie sich halt immer selber reguliert und halt nicht irgendwann zu brennen anfängt. Boah, aber don't mega drink gefährlich. And eat, Nina. Also ja, auf jeden Fall betrunken, nicht mehr kochen. Ja. Aber, also ja, meine eigentliche Geschichte, ich bin nämlich auch mal nicht zu Hause beim Essen vorbereiten eingepennt, sondern auf einem Festival. Das war 2007 oder so, also schon echt lang her, da war ich irgendwie 18, ich glaube, meine Erinnerung habe ich mir eingeredet, ich war irgendwie so 16, so, man will sich das ja immer schönreden, damit es nicht ganz so peinlich ist, weil ich glaube, ich war wirklich schon 18. Auf so einem kleinen Rockfestival war das in Hessen damals. Und das war auch so eins meiner allerersten Festivals überhaupt und
boah, ich glaube, ich war da auch gerade frisch mit meinem Freund zusammen, mit dem ich dann zum Glück trotzdem noch sehr lange zusammen war. Ja, das war irgendwie so nachmittags, war ich halt schon ziemlich hackedicht und man hat mich dann einfach irgendwann gesucht so. Und der hat mich auch die ganze Zeit irgendwo gesucht und dachte dann irgendwann schon so, hat mich dann irgendwie so über eine Stunde gesucht, so, boah, am Ende liegt jetzt mit irgendeinem anderen Typen im Zelt, war schon voll sauer, weil er auch wusste, dass ich so eine Band sehen wollte, die dann gerade lief. Das war irgendwie Heaven Shall Burn, glaube ich, so ein Metalcore-Kram, das wollte ich halt unbedingt sehen. Und dann war ich aber nirgends aufzufinden, weder vor der Bühne noch irgendwo. Und dieses Festival war jetzt auch nicht so riesig. Und wo warst du dann? Stellte sich heraus, leider kann ich mich noch so dunkel an diesen Moment erinnern. Nicht so sehr, wie es dazu gekommen ist. Sie war hinter der Bühne mit Heaven Shall Burn. Sie war hinter der Bühne und hat geschrien, Heaven Shall Burn. Ich kann mich dunkel an meinen Aufwachmoment erleben. Der war nämlich sitzend auf einem Dixi-Klo. Oh nein! Der Ort hatte unbedingt mehrere Stunden wahrscheinlich Schlaf. Und ich glaube, ich war wirklich mindestens 2 Stunden in diesem Dixi, was halt so richtig widerlich ist. Oh, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß gar nicht, was mehr gestunken haben muss. Diese Fritteuse, die ganze Nacht überlief. Oder du, nachdem du 3 Stunden auf dem Dixi-Klo tagsüber gebacken hast. Ja, vor allem dieser halt richtig demütigende Moment, wo man dann aufwacht, dann doch schon wieder so halbwegs ein bisschen nüchterner wurde, weil man konnte ja ein bisschen schlafen. Und dann aufwacht, sie denkt, what the fuck, und dann halt so die Tür aufmacht und so tun muss als... Und da steht eine Schlange, 50 Leute davor. Boah, endlich, ey. Ich muss schon 2,5 Stunden pinkeln. Ja. Und es gibt auf diesem ganzen Festival nur eine Toilette. Ja, ich habe dann halt echt so getan, als ja, wäre ich da nur kurz auf dem Klo gewesen und wäre gegangen. Aber ja, daran muss ich jetzt immer denken, wenn ich so das nächste Mal auf Festivals bin und denke so, boah, dieses Dixi-Klo, ich halte es hier kaum so ein paar Sekunden aus und dann, naja. Es gibt ja immer auf Festivals so kranke Leute, die direkt vor dem Dixi-Klo campen. Ja. Also das erlebe ich jedes auch schon mal Jahr, auch selbst wenn an anderen Flächen sogar noch Platz wäre. Es gibt immer so verrückte Leute, die dann quasi, wenn man Glück hat, ist ja vom Dixi-Klo erstmal so ein bisschen Straße und dann fängt irgendwann die Wiese wieder an, die genau sich den Punkt davor aussuchen. Und ich wette, diese Leute, die sitzen ja auch meistens in so Liegestühlen oder in so Sonnenstühlen davor mit dem Kopf oder mit dem Gesicht Richtung Dixi-Klo gerichtet. Die haben bestimmt gesehen, wie du dann da reingegangen bist. Sag das doch nicht. Und als du dann da rauskamst, haben die bestimmt gesagt, da ist sie wieder. Ja, oh, keine Ahnung, ich habe es alles verdrängt und ich meine, ich war da halt 18, da ist man halt auch noch irgendwie so ein unsicherer Teenager, so. Ach, ganz schrecklich. Ich habe das auch wirklich lange Zeit einfach so getan, als wäre es nie passiert und jetzt bin ich langsam bereit, darüber zu sprechen. Hast du das den Leuten in deiner Umgebung? Ja, doch, das hat dann schon jeder mitbekommen, weil war halt schon auch irgendwie witzig, aber war mir schon auch sehr unangenehm, ja. Geil, ey. Wundervoll. Da kann ich nicht mithalten. Ich bin nur einmal in der Bahn. Da kann niemand mithalten. Das ist richtig langweilig. Also tatsächlich, ja. Ich bleibe relativ wach noch. Ja. Du auch? Ja, also ich bin auch, oh Wunder, nur ein einziges Mal eingeschlafen im Zug und bin dann genau an der Station wieder aufgewacht, an der ich auch eingestiegen war, weil die Bahn einmal in eine komplett andere Stadt und wieder zurückgefahren war. Musste ich noch mal eine Stunde warten und wieder in denselben Zug einsteigen, um wieder, naja, egal. Also langweilige Geschichte. Ja. Also auf jeden Fall nichts mit Dixi-Klo. Wow. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass zum nächsten Geburtstag, zur Hochzeit. Ja. Weißt du, was du kriegst? Ein Dixi-Klo. Habt ihr euch schon mal betrunken verletzt? Ja, ich irgendwie sehr oft. Also eine Folge davon trage ich auch noch immer. Ich habe so 2 schiefe Finger. Das war halt auch so in Teenagerjahren, so eine der ersten Male irgendwie so zelten gewesen mit Freunden und da getrunken, nachts über einen Baumstamm gefallen und dann so richtig blöd aufgekommen und die sind dann jetzt auch schief zusammengewachsen. Also okay. Ja, das heißt, du hast die Finger richtig gebrochen. Ja, ja, komplett durch, beide. Ja. Hä? Aber du warst danach noch beim Arzt? Oder ja, nee, wir waren halt so mitten in der Pampa, das war irgendwo in der Rhön, halt so im Nirgendwo. Nina hat sich die Finger einfach selbst gerichtet. Nee, ich fand es dann auch erstmal, weil, also man sagt ja auch immer, dass so ein Bruch gar nicht so weh tut. Das sah dann irgendwie erstmal so ein bisschen weird aus. Und ich fand es halt, ich war dann ja auch immer noch betrunken und saß dann da am Lagerfeuer und dachte die ganze Zeit, ja, ich habe so eine Spockhand irgendwie, wie kann ich das so abspreizen? Wie viele abgebrochene Finger kriegst du? Guck mal, ich habe Klauen. Aber ja, also am nächsten Morgen war es halt so fett angeschwollen, da musste ich dann zum Arzt. Wie das aussieht, wenn man betrunken ist. Und mein Vater musste mich dann peinlicherweise abholen. Boah, ey. Ja, aber krass, dass du dann nicht danach noch zum Arzt bist, wenn du dir deine Finger komplett durchgebrochen hast. Ja, man merkt das ja nicht unbedingt. Also ich glaube, man sagt auch oft, dass so Knöchel verstauen, was ich übrigens auch schon mal gemacht habe, betrunken, als ich in einen Graben gefallen bin, als ich an eine Kirche pinkeln wollte. In einen Graben gefallen.
Aber es war der Kirchengraben, da bin ich reingefallen, weil ich da gerade unbedingt pinkeln musste. Da habe ich mir den Knöchel verstaut. Das hat auf jeden Fall mehr wehgetan als die Klingernummer. Besser in Graben fallen als im Grab, auf jeden Fall. Ja, ich meine, Nina war ja Gruft, die früher hätte ja sagen können, dass sie sich auf dem Friedhof besoffen hat. Habe ich tatsächlich mal, ja. Aber ja. Das ist eine andere Geschichte. Wow. Krass, Nina. Und du, Diana? Also, ich kann jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle kann ich meine andere Filmriss-Geschichte erzählen, die ihr ja eigentlich auch schon kennt. Ich habe mich verletzt möglicherweise beim Betrunkensein, ich kann es nicht sagen, bei unserer letzten Weihnachtsfeier. Also das geht jetzt raus an alle Kollegen. Wenn ihr Hinweise habt, bitte kommt zu mir. Und zwar war es folgendermaßen. Ich weiß noch, dass alle richtig gut drauf waren, möchte ich das mal sagen. Ich möchte nicht zu viel mehr sagen. Ich hatte nur über lange Strecken des Abends das Gefühl, dass ich dezent angetüdelt bin, aber irgendwie ein bisschen wachsam sein muss und auf die Kolleginnen aufpassen muss. Und deswegen war ich sehr bei Sinnen. Irgendwann wurde aber so eine Cocktailbar eröffnet. Ich glaube, die hat mir den Rest gegeben. Aber trotzdem erinnere ich mich daran, dass ich irgendwann am Ende des Abends schon sehr betrunken getanzt habe. Aber ich war noch komplett bei Sinnen. Dann auf einmal hörte die Band auf zu spielen. Und ich habe noch so gesagt, wie viel Uhr war es da? 2 Uhr? Ich glaube 2, ja. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir jetzt runter und holen uns ein Taxi. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere, denn scheinbar war ich auf einmal, wie mir berichtet wurde, vielleicht könnt ihr ja auch was dazu sagen, ach nee, Nina, du warst ja nicht da, ne? Ach Gott, ey. Ich versuche mich zu erinnern, ich war da auch hacken, ja, stramm. Stimmt, aber hier unser Tonmann Mario, der hier auch bei uns ist, der war auch dabei. Scheinbar war ich ja dann so betrunken, dass ich auf einmal nicht mal mehr gehen konnte, mich nicht mal mehr an meine Adresse erinnern konnte, das heißt, eine andere Kollegin hat in meinem Personalausweis geguckt, wie ich heiße, hat mir ein Taxi gerufen, hat dem Taxifahrer Geld in die Hand gedrückt und hat mich dann in das Taxi reingesetzt, hat mich dann auf meinen Weg geschickt. An all das erinnere ich mich nicht. Ich weiß auch wirklich bis heute nicht, wie ich in meine Wohnung reingekommen bin, wie ich den Taxifahrer bezahlt habe, wie ich aufgeschlossen habe, wie ich in mein Bett gekommen bin. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, und jetzt kommen wir zu dem Verletzungsteil, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und meine Augen haben höllisch wehgetan. Es waren wirklich die Schmerzen meines Lebens. Des Weiteren konnte ich durch meine komplett verquollenen Augen gerade noch so erkennen, dass neben mir eine halb ausgekippte Tasse Tee lag in meinem Bett. Und ich habe in meinem ganzen Leben, es ist noch unter gar keinsten Umständen jemals vorgekommen, dass ich betrunken nach Hause kam und mir gedacht habe, jetzt erstmal einen geilen Tee. noch nie. Und vor allen Dingen nicht in dem Zustand, wo ich noch nicht mal mehr sagen kann, wo ich wohne. Ja, auf jeden Fall lag neben mir eine halb ausgekippte Tasse Tee. Ich hatte unfassbare Augenschmerzen, also habe ich mich dann zum Arzt geschleppt. Und daraufhin stellte ich fest beim Arzt, dass mir beide Hornhäute von beiden Augen gerissen waren. Das ist so krank. Das ist so krass. Ja, es ist einfach krass. Das ist nur passiert. Und die Ärztin meinte, wann ist das denn passiert? Und ich wollte ihr natürlich nicht sagen, ja, keine Ahnung, ich habe einen Filmriss. aber sie meinte, das muss unfassbar wehgetan haben, als es schon passiert ist. Und ich kann mich natürlich an nichts mehr erinnern. Meine Theorie ist jetzt folgende. Und zwar, der Taxifahrer hat mich vermutlich, weil ich wahrscheinlich ja nicht mal mehr gehen konnte, ins Bett gebracht, hat mir noch einen Tee gemacht, hat den neben mich ins Bett gestellt, wahrscheinlich noch so meine Hand da drum gemacht. Und weil ich, weil er schon vorher zur Kollegin gesagt hatte, dass der richtig keinen Bock hatte, mich mitzunehmen, hat er mir vielleicht noch aus Rache die Augen zerkratzt. Irgendwie so muss das gekommen sein. Ja, genau auch. So ist das passiert. Anders kann es nicht gewesen sein. Das geht jetzt an die Kollegen, die diesen Podcast hoffentlich hören, raus. Wer noch Hinweise darauf hat, was mit mir passiert ist an diesem Abend. Und mit Dianas Augen. Und mit meinen Augen. Ich bin sehr dankbar für jegliche Hinweise. Das ist echt, also auf die Geschichte komme ich immer noch nicht klar. Das ist einfach gruselig, das und ist extrem lustig, genau, zugleich. Genau, deswegen, es ist so gruselig. Diese beiden Male, wo mir das mit dem Filmriss passiert ist in meinem Leben, muss ich sagen, ich kann sehr gut darauf verzichten. Also es ist mir auf jeden Fall dann eine riesige Lehre, mich nicht mehr so krass wegzuschießen. Die einzige Verletzung, die ich mir mal zugezogen habe, und das ist richtig langweilig nach deiner Augen-Horror-Story, ist eigentlich nur, dass ich beim Tanzen mal, ganz am Anfang vom Abend noch, da war ich schon gut angetüdelt, umgeknickt bin beim Hüpfen, also aber auch richtig hart umgeknickt. Das hat richtig wehgetan in dem Moment.
Allerdings hat das sehr schnell nachgelassen und das Schmerzempfinden ist ja dann betrunken nicht ganz so präsent, ne? Anscheinend. Da habe ich gedacht so, blöd, das tut jetzt ein bisschen weh. Und dann dachte ich mir, ist mir jetzt aber egal, der Abend hat gerade erst angefangen, ich tanze jetzt die Nacht durch und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen bis, sonst waren bis 5 oder 6. Und dann sind wir nach Hause und ich ins Bett noch gelegt und bin aber auch nach Hause gehinkt schon und dachte mir, so ist es egal, war ein richtig geiler Abend und bin morgens aufgewacht und hatte die Höllenschmerzen. Mein Knöchel war irgendwie dreimal so dick, also wirklich so ein Klumpfuß. Und es war dann wirklich so schlimm und so geschwollen, dass ich dann wirklich noch morgens ins Krankenhaus gehinkt bin, so richtig verkatert. Boah. Und dann dachte, Gott, ey, so eine Scheiße, ne? Und saß dann wirklich dann noch in der Straßenbahn und bin dann zu diesem Krankenhaus und so, hallo, ich hab mir, und dann war das, musste man natürlich noch ewig warten und so weiter. Und am Ende hat er, glaube ich, auch nur gesagt, das war extremst verstaucht einfach nur, aber allein das war schon, habe ich ja gedacht, okay, du hättest vielleicht nicht noch die ganze Nacht auf diesem Klumpfuß rumtanzen sollen und rumhüpfen sollen, aber in dem Moment war es mir dann auch egal. Das ist krass, dass man das dann noch schafft, ne? Ja, 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 da kann man, glaube ich, viel verdrängen. Mm. Auch zerkratzte Augen. Was scheinbar. Ich immer auch extremst krass finde. Wer stellt denn die nächste Frage? Ich habe noch eine letzte Frage und zwar würde ich gerne mal wissen, ob ihr schon mal betrunken was getan habt, was ihr nüchtern wirklich niemals tun würdet. Oh ja. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Ich hätte sonst bestimmt ein paar Sachen vergessen. Ich lese jetzt einfach meine Liste kommentarlos wow. vor. Okay, dann lehne ich mich jetzt zurück. Nein, nein, ach, nee. Geht schon klar? Ich mache mir noch ein Bier auf. Oder genau, macht euch noch ein Bier auf. Ich trinke gleich noch einen Schluck aus meiner Vase. So, ihr beide könnt gleich nochmal anstoßen und ich lese derweil schon mal vor. Was ich nüchtern niemals tun würde, ist zum Beispiel, ich habe meinem damaligen Chef gesagt, er soll doch bitte Beauty-YouTuber werden. Stimmt, okay. Ich war dabei. So, glücklicherweise hat das mir nicht übel genommen, sondern fand die Idee extremst amüsant, auch als ich dann wirklich ausgeführt habe, welchen Lippenstift er doch bitte vorstellen soll. Ich bin dann wirklich in dieses Thema eingetaucht und er fand das aber zum Glück sehr lustig und interessant. Ich werde auch nüchtern niemals schreiend einer Person hinterherrennen, die mir das Handy aus der Hand nimmt, damit ich Leuten nicht schreibe. Ich habe mal einen Typen richtig fies abgewiesen, das war tatsächlich auch auf der letzten Weihnachtsfeier, der mich an der Bar angebaggert hat und gefragt hat, ob wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken gehen wollen. Und meine Reaktion war original, ihm richtig laut ins Gesicht zu lachen, mich umzudrehen und zu gehen. Und das tat mir im Nachhinein richtig doll leid. Ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen an dem Abend, sonst hätte ich mich, glaube ich, nochmal entschuldigt. Du hast mir die Story ja schon mal erzählt und die schönste Vorstellung daran ist, wie du an der Bar stehst, darauf wartest, dass ein Cocktail kommt. Ja, mein Telefon. Du hörst einen wunderschönen Song und blöckst den in deiner betrunkenen Lautstärke diesem Mann direkt ins Gesicht, ohne zu rallen, dass der neben dir steht. Und der denkt sich, ich liebe die Frau, ich frage die jetzt nach ihrer Telefonnummer. Ja. Er hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, es war sehr charmant eigentlich, aber in dem Moment fand ich es halt leider absolut lustig nur und habe mich umgedreht und dachte mir so, vergiss es auf gar keinen Fall. Richtig gemein. Das tat mir dann auch wirklich ein bisschen leid. Was ich auch nicht tun würde, ist, ich würde niemals einen Lolli betrunken durchs Taxi schmeißen und den Taxifahrer damit zur Weißglut treiben, was mir tatsächlich auch mal auf einem Team-Event passiert ist, wo wir danach noch allesamt mit dem Taxi nach Hause sind und woher auch immer dieser Lolli kam, aber ich hatte auf einmal einen Lolli und habe den dann natürlich im Trunkenheitsstatus durchs Taxi fallen lassen und hab dann auch noch richtig laut rumgeblöckt, mein Lolli klebt hier gerade alles zu in dem Taxi. Und ich glaube, der Fahrer hätte mich am liebsten direkt rausgekickt mitsamt meinem Lolli. Ja, ich glaube, das war's schon. Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, würde ich niemals diese ganzen schlimmen Fotobooth-Bilder machen, die wir immer so machen, wenn wir Team-Events haben, wo ja öfters mal Fotoboxen rumstehen und dabei sind so schlimme Bilder zum Teil schon rumgekommen, das ist mir richtig, es ist wirklich Fremdscham pur. Und die Echt? Werden ja auch immer schön in aber der ganzen Firma rumgeschickt. Also die sind ja, no offense gegen irgendjemanden, der das jetzt hört, aber die sind ja alle immer schrecklich. Ach, ich finde, manche Leute sehen darauf auch, die sind halt fotogen, ne? Die können halt richtig so, ja, vielleicht Barney-Stinson-mäßig, sehen die darauf immer noch top aus. Bilder. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich sehe einfach nur immer verschwitzt und verpeilt aus und mache Bilder mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Dann machst du alles richtig, Susi. Genau dafür ist das nämlich da, dass man Bilder mit Leuten macht, die man gar nicht kennt und richtig bescheuert dabei vielleicht aussieht. Vielleicht kannst du mir dann beim nächsten Mal noch vorher auf die Haare kotzen, dann sehen wenigstens die Haare noch gut aus auf dem Bild. Ja, das wäre super. Das ist, ja genau, das ist das, was wir jetzt aus dieser Folge mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. Und ihr so? Ja, also ich habe auf jeden Fall mal was gemacht, was ich auf keinen Fall nüchtern jemals tun würde. Und zwar, also ich muss vielleicht so vorher auch anmerken, so ich komme aus einer eher konservativen Familie, so gerade wenn es so um Nacktheit geht, so dass, also meine Mutter ist Asiatin, da ist man eher so ein bisschen streng und verklemmt und wir wären jetzt nie zum FKK oder sonst irgendwo sowas gegangen, so, ne? Und deswegen war ich auch so generell, wenn es um, also wo vielleicht andere Freunde von mir so kein Problem hatten mit mal irgendwie nackt irgendwie in den See hüpfen, war ich oft so ein bisschen verklemmter irgendwie.
Das ist die Vorgeschichte dazu, aber eines Sommertages hatte sich das geändert, als ich betrunken war. Das war so ein letzter schöner Sommertag. Ich saß so in so einem, das war so mein eigenes Schlauchboot, hatte ich mir damals gekauft. So, da saßen wir so in meiner Studiestadt in Marburg damals so am See in diesem Bootchen und haben irgendwie Sekt getrunken und uns gefühlt, als wären wir so reiche Yachtmenschen und uns halt einfach geil gefühlt so. Das war irgendwie ich, so mein damaliger Freund und noch zwei Freunde. Und das kam irgendwie super spontan. Wir waren einfach so super gut gelaunt, so waren betrunken, dachten so, oh kommt Leute, ist irgendwie so der letzte Sommertag, wir müssen jetzt noch irgendwas machen. Auf einmal schlägt irgendwer vor, ja, lass doch mal flitzen gehen. Und wir dachten alle so, ja klar. Das ist eine gute Idee. Daraufhin haben sich beide anwesenden Typen komplett ausgezogen. Ich und die andere Frau oder das andere Mädchen damals obenrum auf jeden Fall ausgezogen. Das war halt einfach, also mitten in der Stadt, oder? Also wow. An so einem Fluss, aber das ist halt, also ja, war schon jetzt nicht so abseits. Standen da dann so, dachten uns so, okay, es muss jetzt aber noch krasser sein, weil wir waren dann noch so an so einem Spazierweg irgendwie. Wir müssen jetzt noch bis zur Straße rennen. Also wir alle so voll klopft irgendwie schreiend, lachend irgendwie vor zur Straße ran. An die Hauptstraße, an so eine große Kreuzung, wo so die alte Universität steht und so. Wow. Sind da dann noch, weil es noch nicht genug war, auch noch auf so einem Brückenpfeiler alle geklettert. So, dass wow, uns alle noch sehen mein können. Gott. Und dann kam noch eine Kirchenprozession. So rumgekrölt. Da kam nicht eine Kirchenprozession. Dann kam auch erstmal irgendwer, irgend so ein Bekannter, den man mal irgendwie gesehen habe und dachte so, oh Gott, okay, der hat mir jetzt gesehen. Dann kam aber tatsächlich die Polizei. Oh nein. So und mit dem Auto erstmal vorbeigefahren. Wir dachten uns erstmal so, oh, die haben ja gar nichts gemacht. Auf einmal merken wir, ach nee, scheiße, die drehen um. Und dann sind wir halt einfach gerannt nur zu dem Boot und es ist alle irgendwie schnell angezogen, dann auch irgendwie quer durch die Stadt gerannt und so. Aber es war ein sehr schöner Tag. Aber und ihr wurdet nicht erwischt? Nee, aber keine wilde Verfolgung. Ich will doch gar nicht sagen, dass ich es bereue, weil wenigstens so eine Sache von der Bucketlist gestrichen. Aber das werde ich halt wirklich nüchtern niemals tun. Warte, was genau stand auf deiner Bucketlist? Besoffen, nackt durch die Stadt rennen? Naja, eigentlich würde ich jetzt nur so im Nachhinein so fabrizieren. Eigentlich habe ich keine, aber aber ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Vielen Dank. So, Nina und ich waren jetzt geständig. Diana, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du uns irgendwas mitzuteilen? Nee, absolut nicht. Ich würde alles nüchtern tun, was ich auch betrunken tue. Ja, ich glaube auch, auf jeden Fall. Du hast überhaupt keine Leichen im Keller. Nein. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen bei Gelegenheit. So, wir waren jetzt alle geständig, aber wollen natürlich auch noch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit in das Thema bringen. Und Nina hat das ganz schön vorbereitet. Ja, genau. Also wie ihr gehört habt, so, ich meine, es gibt ja viele Momente, so, die man vielleicht auch nur erlebt hat, weil man betrunken war. Und wir trinken auch alle mal ganz gerne. Trotzdem kann es natürlich, wenn man irgendwie so seinen Konsum irgendwie nicht mehr so im Griff hat, schon dazu kommen, dass Alkohol natürlich zum Problem wird. Und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst und wollen auf jeden Fall auch noch mal dazu aufrufen, so wenn ihr so denkt, dass ihr schon echt viel trinkt und regelmäßig nicht das Gefühl habt, dass ihr auch mal irgendwie ein paar Tage ohne Alkohol könnt, dass das auf jeden Fall bedenklich ist und dass es da auf jeden Fall empfehlenswert ist, sich Hilfe zu suchen. Ich verlinke auf jeden Fall auch noch mal was unten in die Beschreibung. Ja, ich glaube, da müssen wir es auch alle selber ein bisschen an die Nase packen und so sehr wir jetzt auch unsere Lustigkeit von gerade wieder runterziehen, aber es ist natürlich schon etwas, was man immer mal wieder hinterfragen sollte, weil Alkohol natürlich nichts ist, was einfach nur lustig ist und nur gute Laune macht, sondern natürlich auch böse Auswirkungen haben kann, körperlich und mental. Das heißt, immer Vorsicht beim Trinken. Und damit wollen wir jetzt aber auch, meine Stimme ist weg, meine Güte, ich muss gleich mal wieder einen Schluck aus meiner Vase nehmen, wollen wir jetzt zumindest dieses Alkoholthema erstmal sein lassen und wieder zu unserer Rubrik kommen. Diana lacht sich gerade übrigens wirklich einen ab. Es ist ganz schlimm. Das ist eine Lüge. Du bist so doof. Du bist so doof, wie du das sagst und dann vom Mikro wieder weggehst. Ich sitze die ganze Zeit hier und höre dir gebannt zu. Schallendes Gelächter, ich sag's dir. Naja, egal. Wir wollen jetzt zumindest weg vom Alkohol und zu unserer Rubrik übergehen, die da heißt natürlich auch ganz hart, wenn man dann auch wirklich Entzugserscheinungen merkt. Also wenn du halt mal zwei oder drei Tage oder eine Woche nicht trinkst und dann schon irgendwie ein Zittern spürst, Übelkeit oder Schwitzen. Und wie der Titel schon verrät, geht es natürlich darum, dass wir wie alle wieder Schlagzeilen mitgebracht haben, die wir entweder im Internet gefunden haben oder uns ausgedacht haben. Oder jetzt in unserem Gehirn gefunden haben. Im Gehirn gefunden haben, irgendwo zwischen der vollgekotzten Frisur und dem Telefon. Genau. Und die wir uns jetzt gegenseitig vortragen werden. Und dann geht es natürlich wieder darum, gibt es diese Überschrift oder gibt es sie nicht? So, wer möchte anfangen? Ich glaube, Diana möchte. Wer will? Ich möchte anfangen. Okay. Ja, Diana will. Komm. So, meine Schlagzeile lautet: Mann verpasst Zug wegen Raucherpause und springt auf Lok auf. Ich muss kurz
muss ich kurz muss auch stickern lassen. Mir das Szenario also, vorstellen. Ein Mann hat eine Raucherpause gemacht. Ach so, ja. Dann sind die Zugtüren zugegangen. Und weil er dann trotzdem seinen Zug nicht verpassen wollte, ist er auf die Lok aufgesprungen. Ah. Wenn du so kurz irritiert wegen Raucherpause, also ob das so einer war, der vorher schon im Zug saß, dann kurz raus ist. Ja, genau. Achso, ja, okay. Das sind ja kennt ihr ja nicht, diese so, Leute, wenn ihr im ICE fahrt oder so, die dann halt wirklich wissen, wo die Bahnhöfe sind, wo man länger hält und dann nochmal rausgehen. Ja. Also ist ja schon ein Szenario, was durchaus realistisch ist. Also ich kann es mir auch vorstellen. Ja, ich würde auch sagen, ja. Das stimmt. Hau raus. Okay, ja, es stimmt. Ach. Und zwar ist die Story dahinter eigentlich ganz witzig oder ganz bescheuert eigentlich, weil es handelte sich dabei um einen 42-jährigen Mann oder 43, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war. Die Kinder waren 7 und 9 und der hat halt entschieden, okay, ich gehe jetzt mal eine qualmen, wartet mal hier, Kids. Und dann ist er halt aufs Gleis rausgegangen, hat eine gequalmt, die Zugtüren sind zugegangen. Und der hat sich gedacht, ja, oh scheiße, jetzt fahren meine Kinder ohne mich weg, wer weiß wohin. Und dann ist der zwischen zwei Waggons auf dieses Zwischenteil aufgesprungen und hat dann versucht, irgendwie zur Tür zu kommen. Dann wurde er von Fahrgästen erspäht am Fenster, wie er versucht hat, wieder bei voller Fahrt in den ICE einzusteigen. Die haben dann den wie nennt man das? Nicht Zugführer, sondern das Begleitpersonal verständigt. Und dann wurde die Polizei gerufen und der Mann und die Kinder wurden aus dem Zug rausgeschmissen und die durften dann nicht mehr weiterfahren. Nein. Oh, Tobi war so ein guter Vater. Ja. Also, naja, also es geht so, Kinder? Ne? Wow. Okay. So ein guter Vater. Das wünscht sich jeder. Best Daddy. Ja. Dad Goals. ja, ich würde voll gerne weitermachen, weil meine Schlagzeile fängt lustigerweise genauso an. Also nicht genauso, aber es geht auch um einen Mann. und zwar, so ein Wort ist gleich. Ja, ja, genau, so das Gleiche ist ähnlich. Und zwar, Mann bestellt 13 Mettbrötchen und will mit Stein zahlen. Mit was möchte er zahlen? Mit einem Stein. Okay, das kann ich mir aber tatsächlich auch vorstellen, weil vielleicht ist das ja wirklich so ein Edelstein oder sowas. Stein, ne? Ich habe das schon richtig verstanden. Der hat einen Stein. Hm. Ja, aber ich glaube, dann würde da will mit Edelstein zahlen stehen. Also ich glaube, der wollte wirklich mit einem Stein bezahlen. Mettbrötchen sind ja ein traditionelles Weiberfastnachtsessen in Köln. Mhm. Sage ich euch jetzt auch wieder inspiriert von meiner Zeit im Weiberfastnacht in Köln. Und die Leute sind da ja gerne mal ziemlich hackenstramm. Vielleicht hat er schon nicht mehr Geld und Steine beim Bezahlen auseinander. Ja, genau. Also vielleicht sein Portemonnaie aufgemacht, hat so ein paar Steine, so Kieselsteine gefunden, so ein paar Centstücke und dachte ich, Mist, was nehme ich denn jetzt? Ja. Steine. Genau. Ich weiß nicht. Ich sage einfach mal, es stimmt. Ja, ihr habt beide recht. Also es stimmt tatsächlich und es war auch wirklich ein ganz gewöhnlicher, normaler Stein, kein Edelstein. Es war aber wohl einfach nur eine weirde Situation, also nichts so mit Fasnacht oder sonst was, einfach nur normaler Tag in der Bäckerei, Mann geht rein, bestellt die Brötchen, nimmt sie mit, nimmt einen Stein, also legt da einen Stein hin und man weiß auch bis heute nicht, wer der Unbekannte war. Also, ach, der ist damit auch noch davon gekommen? Ja, ja, er ist mit dem Mettbrötchen weg, hat einen Stein hingelegt und Hinweise gerne an die Polizei. Das finde ich jetzt aber kurios. Ich hätte gern mehr gewusst. Warum? Wieso der Stein? Was war sein Motiv? Was erst, hat er dazu gesagt? Hat er einfach nur den Stein hingelegt? Nee, es stand auch irgendwie, es war sehr ungewöhnlich. Und er hat einfach in unbekannter Richtung die Bäckerei verlassen. Hm. Eben hatten wir Dad Goals und das hier sind Matt Goals. Wow. Okay. Und jetzt hast du hoffentlich Bad Goals. Ich komme jetzt vor allen Dingen mit einer Frau an. Also es unterscheidet sich komplett von euren Geschichten. Aber die Struktur kann immer noch ähnlich sein. Wir müssen mal gucken, ob sich gleich was findet, was sich reimt. Aber ich lese euch die Schlagzeile vor. Frau erfährt, dass sie schwanger ist von ihrem Kater. Jo. Ach so, vielleicht ist es genauso so ein Wortverwirrungsding, wie wir es letzte Woche auch schon haben, dass sie nicht von ihrem Vater Und wir sind bei unseren Inzest-Goals. Dass sie nicht von ihrem Kater geschwängert wurde, weil geht ja nicht, sondern dass er ihr das erzählt hat, dass er vielleicht so mit dem Schwangerschaftstest im Mäulchen ankam oder so. Ja, aber ja, mit dem Schwangerschaft, ne? Zieht das aus dem Müll und dann hat sich erst entwickelt. Vielleicht hat er die irgendwie so
eigenartig angemauzt oder angefaucht, dass sie sich gedacht hat, was ist mit meinem Kater los? Vielleicht, mein Kater hasst ja Kinder. Vielleicht bin ich ja schwanger. Und dann hat die einen Test gemacht und dann war die wirklich schwanger. Also ihr seid beide gar nicht mal so auf dem Holzweg. Erstmal, diese Story ist wahr. Dieser Titel ist wahr. Verdammt, ich dachte, ich kann euch ein bisschen besser hinters Licht führen, dass ihr euch da dran aufhängt, dass sie von ihrer Katze schwanger geworden ist. Aber nein, es ist tatsächlich so, es geht um den Kater Bernd. Bernd. Und Bernd ist anscheinend um seine Besitzerin extrem viel rumschlawenzelt. Also er ist wirklich ihr überall hingefolgt und hat sich an sie geschmiegt. Ja. Und dann dachte die Frau, irgendwie, wenn ich das hier richtig gelesen habe, so, irgendwas ist irgendwie anders. Und dann hat sie halt diese Anzeichen selber bemerkt und hat dann einen Test gemacht und siehe da. Oh Gott, jetzt werde ich jedes Mal paranoid sein, wenn eine Katze das macht. Sie war schwanger und das erklärt sich anscheinend dadurch, dass Katzen einen bestimmten Geruchssinn haben. Und anscheinend ändert sich dann hormonell dein Körperduft und das kann anscheinend, finden Katzen das irgendwie sehr anziehend. Und dann werden die rollig. Und wollen deinen Beinen hampeln. Genau. Also doch Bad Goals. Ja. Genau. Und so hat Kater Bernd dieser Frau Cat Goals. Ja. Oh mein Gott, richtig gut. Hat er ihr verraten, dass sie schwanger ist. Ja. Die Welt ist ein aufregender Ort. Auf mich auszulachen, Mario. Wow, von Dad, Matt und Cat und ganz viel Alkohol haben wir heute, glaube ich, irgendwie alles gelernt in alle Richtungen. Ich bin nur noch verstört. Ich werde jetzt mit meiner Vase mich in irgendeine Ecke setzen und mein Leben überdenken. Ich hoffe, ihr macht mit und in diesem Sinne verabschieden wir uns, oder? Wir haben alles gesagt, Diana ist nur noch am Lachen. Wir trinken jetzt noch das Bier leer. Genau, ich würde sagen, ihr trinkt noch euer Bier leer, ich trinke meine Vase leer. Ich will jetzt losstarten, ich habe keinen Bock mehr auf Labern. Komm, Nina, ein bisschen Deep Talk, los geht's. Ja, ich laber dich gleich voll. Okay, und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.